Unser München mit einer neuen Ausgabe. Wir freuen uns, dass Sie eingeschaltet haben. Gute Nachrichten gibt es diese Woche aus Bogenhausen. Auf dem Areal der ehemaligen Prinz-Eugen-Kaserne ist ein neues Stadtquartier für über 4000 Menschen entstanden. Die städtische Wohnungsbaugesellschaft GEWOFAG hat allein etwa ein Drittel aller Wohnungen sowie zahlreiche soziokulturelle Einrichtungen realisiert. Nun wurde auch das jüngste Gebäude mit 64 Wohnungen fertiggestellt. Der Bezug ist bereits in vollem Gange. Die GEWOFAG hat ihr sechstes und letztes Gebäude im Prinz-Eugen-Park fertiggestellt. Seit Anfang November beziehen die Mieterinnen und Mieter hier ihr neues Zuhause. Bezahlbares Wohnen ist auch in Bogenhausen möglich, lautet die Devise der städtischen Wohnungsbaugesellschaft. Insgesamt hat die GEWOFAG hier an der Cosimastraße mehr als 670 preiswerte Mietwohnungen realisiert. Dieses Quartier, Prinz-Eugen-Park, war in den letzten Jahren eines unserer größten Projekte. Wir konnten, und darauf sind wir sehr stolz, fast ein Drittel des gesamten Wohnungsbestandes hier errichten. Und es handelt sich nicht nur um die Wohnungen, sondern auch um die soziokulturellen Einrichtungen. Wir haben Kindertagesstätten hier, wir haben Nachbarschaftstreffs hier und wir konnten auch Arztpraxen und andere Einrichtungen, die hier in einem funktionierenden Quartier benötigt werden, errichten. Es gibt Dachterrassen für die GEWOFAG-Mieterinnen und Mieter. Gebaut wurde komplett barrierefrei. Bis zu 7 Stockwerke sind die Gebäuderiegel hoch. Außerdem gibt es einen GEWOFAG-Pflegestützpunkt Wohnen im Viertel. Herausragend ist das Prinz-Eugen-Park-Projekt ebenfalls aufgrund der ökologischen Mustersiedlung in Holzbauweise. Auch die GEWOFAG hat in dieser 2 gegenüberliegende L-förmige Gebäude geschaffen. Im Süden des ganzen Bereichs gibt es eine ökologische Mustersiedlung, die europaweite Beachtung gefunden hat. Und wir sind auch stolz, dass wir hier unseren Beitrag leisten konnten. Wir haben hier auch ein Gebäude errichtet in Hybridbauweise, das insgesamt 181 Wohnungen dann bezahlbar anbieten kann. Hier ist der besondere Vorteil, dass man 30-50% schädliche Emissionen einspart gegenüber einer herkömmlichen, einer konventionellen Bauweise. Und ich denke, dass das ein sehr, sehr guter Schritt ist, dass auch die GEWOFAG hier an dieser ökologischen Mustersiedlung ihren Beitrag leisten konnte. 30 Hektar groß ist das Areal der ehemaligen Prinz-Eugen-Kaserne. Insgesamt sind hier rund 1800 Wohnungen für ca. 4500 Menschen entstanden.